Hallo, meine Lieben. Heute habe ich einen kleinen Dupe-Tipp für euch und ich hoffe, dass es mit dem Licht so einigermaßen geht. Ich habe hier meine Lampe schon angemacht. Die wird gleich ein bisschen heller. Das ist so eine Energiesparleuchte. Und ja, draußen wird es schon ein bisschen dunkler, obwohl es noch nicht so spät ist. Aber heute ist das Wetter mies. Jetzt zum Video. Und zwar habe ich gerade Dupe gesagt. Also ich habe einen Tipp für euch. Ihr habt es bestimmt schon in der Bildunterschrift gesehen. Es geht um einen Dupe zu den Realtek-Pinseln. Vielleicht habt ihr da hier und da schon mal was davon gehört, ein Video gesehen oder auf dem Blog gelesen. Ich wollte sie euch jetzt auch mal kurz vorstellen. Ich habe mir so ein Set bestellt. Und das Set beinhaltet fünf Pinsel. Ich zeige es euch jetzt gleich im Einzelnen. Also einmal haben wir hier so ein ja, so ein etwas fest gebundeneren, aber doch ganz weichen, ja, für Puder oder auch für Blush würde ich sagen. Auf jeden Fall total weich. Und ihr seht vom Griff her, ist das blau und hat hier unten dann noch so ein schwarzes Ding. Ich glaube, bei Realtek sind die gerade runter. Hier ist es ein bisschen so auslaufend, aber das macht sie ganz gut. Dadurch kann man sie auch sehr schön hinstellen. Dann der zweite Pinsel ist hier so ein bisschen angeschrägt, glaube ich, oder? Nein, das ist noch nicht der angeschrägte. Nein, das ist nur dieser ganz normale Stippling Brush. Für den könnt ihr auch für Puder benutzen oder auch für Highlighter ist der bestimmt ganz gut, weil der sehr schön weich ist und doch sehr gut zum Verblenden dann auch. Da bin ich auf jeden Fall gespannt und werde mich da mal überraschen lassen. Dann ist einer dabei, da bin ich mir sogar sicher, dass es den bei Realtek sogar original so gibt. Also der ist hier so ein bisschen spitz zulaufend gebunden. Ich glaube, ich weiß es nicht genau, dass der entweder auch für Highlighter ist oder für Bronzer oder für Concealer. Aber ich bin mir da nicht so sicher. Also mit der Verwendung für Pinsel, da bin ich sowieso immer so ein bisschen, sag ich mal, eigenartig, weil ich benutze meine Pinsel sowieso immer, wie es für mich so am besten passt, sage ich mal. Also Puder trage ich zum Beispiel nur mit meinem Kabuki auf, obwohl ich auch so einen richtig schönen Puderpinsel habe, aber den mag ich dafür irgendwie nicht. Den benutze ich wiederum ab und zu für Schimmerpuder, um das dann noch so ein bisschen ja, besser zu verteilen, sage ich mal. Also ich bin da in der Hinsicht sowieso ein bisschen ungewöhnlich, sage ich mal. Ja, aber jedenfalls läuft der sehr spitz zu und der ist so wuschelig. Also ich habe, oh, der ist so schön, ich liebe den. Ich glaube, das ist von den fünf so mein Liebster. Und da muss ich mal gucken, was ich mit dem mache. Dann haben wir hier so einen angeschrägten, also für Blush sozusagen. Der ist jetzt nicht so arg angeschrägt, das finde ich aber sehr gut. Und der ist auch nicht so, der ist ganz schön fest gebunden, aber jetzt auch nicht so übertrieben. Also der ist schon ganz schön gut. Ich denke, für Blush werde ich ihn auch benutzen, weil der gefällt mir dafür sehr, sehr gut. Und der letzte ist so ein Stinktierpinsel. Bei denen muss ich sogar euch ganz ehrlich sagen, da habe ich nämlich schon einen und ich weiß gar nicht so richtig, für was die eigentlich gedacht sind. Meine auch für flüssiges Zeug, oder? Also so Make-up-Richtung. Ich habe mal versucht, Blush geht mir den gar nicht. Puder eigentlich auch nicht. Und ja, also so bin ich ein bisschen überfordert mit denen, aber ich finde die halt sehr schön, weil dieses hier auch so ganz toll wuschelig ist, diese weichen Borsten oben. Von der Optik her finde ich, sehen sie auf jeden Fall schon mal aus wie diese Realtek. Also, außer nur, dass sie in diesem wunderschönen Türkisblau sind. Ich sage euch jetzt, was ich bezahlt habe. 6 Euro für dieses Set. Für 5 Pinsel 6 Euro. Also das ist ungefähr umgerechnet 1,13 Euro oder sowas pro Stück. Finde ich absolut guter Preis. Und ihr bekommt hier auch eine gute Auswahl. Also die sind jetzt nicht 1 zu 1 vergleichbar mit den Realtek-Pinseln, das auf jeden Fall. Aber ich denke, wer nicht so viel Geld ausgeben will für Pinsel, hat hier eine günstige Alternative. Ich habe sie jetzt bei Tmall mir bestellt, aber manchen dauert der Versand so zu lang. Aber ich weiß, dass eBay die auch hat. Da sind sie aber ein kleines bisschen teurer. Einziges Manko an den Pinseln, muss ich sagen, was mir besonders hier aufgefallen ist, ab und zu fährt mal so eine kleine Haare raus. Das ist ein bisschen schade. Aber für den Preis, sage ich mal, akzeptiere ich das auch. Also hier, die meisten von denen sind eigentlich relativ gut. Und ja, ich werde jetzt mal sehen, wie die sich so im Angebot, sag ich jetzt, im Test verhalten werden. So finde ich, sind die ganz gut verarbeitet. Das hier sitzt alles ganz gut fest. Optisch sind die sowieso ein Hingucker. Also da finde ich auch die Realtek mit ihrem Lila und Gold und Pink, was die da haben, toll. Aber ich finde auch hier dieses Blau schön. Ich glaube sogar, die gibt es auch als nachgemachte in Lila, Blau und in Lila und Rosa und Gelb. Aber ich finde, das geht dann schon so ein bisschen zu weit in die Richtung Fälschung. Und deswegen habe ich mich ja auch auf jeden Fall für die Blauen entschieden, weil definitiv nur ein Dupe dazu ist. Also es ist definitiv nicht Realtek und es ist auch keine Realtek-Fälschung. Es ist nur,
so ähnlich. Ja, also ich fand die auf jeden Fall total cool und habe gedacht, ich zeige die euch mal, weil es echt eine gute Alternative ist, wenn man nicht so viel Geld ausgeben möchte, trotzdem ein paar schöne Pinsel möchte, die ich finde auch noch qualitativ technisch sehr gut aussehen für das Geld. Und die Anwendung werde ich jetzt ein bisschen ausprobieren und mich da ein bisschen durchfuchseln, was ich für was benutzen kann. Und vielleicht seht ihr die dann demnächst nochmal in meinen Favoriten und ich kann euch dann gleich nochmal ein bisschen mehr dazu erzählen. So, das war's für dieses Video. Schreibt mir doch mal unten rein. Ich werde mal gucken, ob ich euch den Online-Shop irgendwo mit verlinken kann. Und dann freue ich mich natürlich über Daumen hoch und ein Abo. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!